ich hab mich verletzt, ich blute. Du hast schwache Gene. Sehr schwache Gene. Hoppala. Rick kommentiert dumme Kacke aus dem Internet. Wenn immer im Internet etwas gepostet wird, wo jemand etwas Gefährliches oder schlichtweg Dummes macht, was gefährlich ist, findet man in den Kommentaren immer wieder denselben Begriff. Natürliche Selektion. Während es manche nur als schlechten Scherz schreiben, bin ich immer wieder auf Diskussionen gestoßen, wo Leute aktiv fordern, dass man Menschen sterben lässt, weil sie dumm waren, also dumme Sachen gemacht haben. Da wir eine gewisse Überpopulation, also dieses Begriff, was sagt, wie viele Menschen auf Erde und so, haben, ja, da brauchen wir ja ein bisschen natürliche Selektion, damit wir ein bisschen weniger werden. Ich meine, das betrifft ja nur andere, nicht mich. Ich bin nicht dumm. Ich mach nie was Dummes. Okay, ich mach wirklich nie was Dummes, Gefährliches, weil ich viel zu viel Schiss habe. Nehmen wir jetzt zum Beispiel den Vorfall mit dem Gorilla Harambe. Klar finden die Leute es verständlicherweise scheiße, dass der Gorilla sterben musste. Aber zu sagen, dass man lieber den Dreijährigen hätte sterben lassen, weil er dumm war oder seine Eltern dumm war und das halt irgendwie natürliche Selektion ist oder so, ist ziemlich geschmackslos. Und hat einfach nichts mit natürlicher Selektion zu tun. Denn ich muss das wissen. Ich hatte Bio-Leistungskurs, ja, und das einzige Thema, wo ich voll durchgeblickt habe, war Genetik, weil da geht's um Logik. Die Logik, die den Menschen im Internet manchmal fehlt. Mir nicht. Ich mag Mathe. Hasst mich ruhig. Aber ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal gemacht, diesen Witz. Kurz gesagt bedeutet Selektion, ja, jetzt gibt's hier Bio-Unterricht. Dass wenn eine Art der gleichen Bedingungen ausgesetzt ist, sich stärkere Gene besser zeigen, weil die dann mehr bumsen. Also anders gesagt, die Gazelle, die schneller ist, die entkommt dem Killerwal, und der Killerwal, der selber schneller ist, der hat mehr Fressen, weil er mehr Gazellen fangen kann, und dann hat er mehr Fleisch zum Poppen. Also er poppt nicht das Fleisch, sondern er kann es seinen Nachfahren geben. Ich meine, normalerweise ist es in der Tierwelt so, dass von 10.000 Kindern 2 durchkommen. Und wenn dann aber auf einmal 20 durchkommen, dann ist da ja Genetik viel mehr, ne, dieses eine Gen, was von denen kommt und so. Boah, ist das gut erklärt. Soll ich es nochmal besser erklären? Nein. Nun, dieses Szenario existiert bei Menschen nicht mehr, weil wir nicht mehr den gleichen Bedingungen ausgesetzt sind. Wir müssen nicht jeden Tag irgendeiner Gazelle hinterher rennen, wodurch sich dann klar die schnelleren Läufer rauskristallisieren würden, weil sie mehr Fressen kriegen. Das passiert bei uns nicht. Wenn man jetzt über natürliche Selektion reden würde und in diesem Fall mit dem Gorilla, das wäre so nach dem Motto, es existiert ein Gen, was dazu führt, dass Kinder in Gorilla-Gehege fallen. Und dadurch, dass wir diese Kinder dann sterben lassen, stirbt das Ich-fall-in-ein-Gorilla-Gehege-Gen. Stirbt dann aus. Also ich verstehe die Logik, da jetzt natürliche Selektion reinzubringen, auch nicht so ganz. Anderes Beispiel, wo ich es immer wieder sehe, sind so extrem Parkour-Leute, die da auf irgendwelche Hochhäuser klettern, ohne Sicherung, 1000 Meter Höhe. Gibt es Hochhäuser, die so hoch sind? Ich glaube nicht. Ihr wisst, was ich meine. Und dann da irgendwelche Videos drehen. Natürlich, das ist extrem asozial und extrem gefährlich. Ich meine, wenn die auf irgendjemand rauffallen, dann sind nicht nur sie Matsch, sondern der Typ, auf den sie raufgefallen, auch. Außerdem finde ich es extrem unangenehm, dass solche Videos überhaupt im Internet sind. Ich gehöre zu diesen Leuten, die es nicht mögen, wenn sich Leute zu weit über den Balkon rüberlehnen oder auf irgendeine Kante setzen, weil ich mich dann eben einfach extrem unwohl fühle. Und die Tatsache, dass solche Videos im Internet existieren, lässt mich auch unwohl sein. Es ist, Höhe. Nur bei diesem Extremsport sind immer wieder Menschen gestorben, aber es ist immer noch keine natürliche Selektion. Der Scherz dabei ist, eigentlich, es wäre natürliche Selektion, wenn wir alle dieser Bedingung ausgesetzt wären, dass wir irgendwie langklettern müssten, weil, keine Ahnung, ein Erdbeben hat die Welt so zerstört, dass überall krasse Parkourwege nur noch sind und nichts anderes mehr. Dann wären die Typen aber im Vorteil, weil die können ja krass klettern, weil es gibt jetzt nicht das, ich bin dumm und kletter auf Hochhäuser gehen und fall dann runter gehen, was dadurch weggeht. Und immer wieder stoße ich auf diesen Begriff im Internet, auch mit völlig schwachsinnigen Vorschlägen. Hey, lass uns alle Drogen legalisieren und natürliche Selektion ihren Lauf machen, weil Drogenaufklärung und Bildung ist auch genetisch. Zu wissen, dass Heroin böse ist, also das wusste ich von Geburt an. Das liegt halt in unseren Genen, ne? Das habe ich nicht irgendwie gelernt in der Schule oder so. Und wenn wir dann Drogen erlauben, dann würden ja nur die Menschen sterben, die schlechte Gene haben. Die in dem Bereich, wo schlechte Bildung ist, weil die sammeln sich ja auch da so, ne? Das ist ja, das hängt nicht mit Bildung zusammen und so, ne? Ich frage mich auch mal, ob die Idee kommt zu fordern, dass Menschen sterben sollen, weil sie dumm sind. Es ist klar, es ist einfach sowas im Internet zu fordern, weil man ist ja anonym und es betrifft ja nicht mich. Ich bin ja schlau, ich schreibe Kommentare. Über natürliche Selektion, ein Begriff, das habe ich im Biobuch gelesen. Das ist intellektuell. Ich bin schlau, ich werde nicht sterben. Ich werde auch nicht auf Hochhäuser klettern, denn ich bin stinkfaul und habe Höhenangst. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll, weil irgendwie hat mich dieses Thema einfach nur extrem aufgeregt und eigentlich habe ich dieses tolle Format, wo ich mich über Sachen aufrege. Ha, Internet, da gibt's genug. Nur leider bin ich nicht anonym. Ich habe mich jetzt eigentlich nur aufgeregt. Aber Steve stinkt, er ist im Urlaub. Tschüss. Und es gibt noch eine Endcard natürlich, da sind andere Videos. Das letzte Video, das war dieses RBB-Ding, ne? Hier, Make Berlin Great Again. Und darunter das letzte, Rick kommentiert irgendwelche Kacke aus dem Internet. Ich habe keine Ahnung, was ich damals kommentiert habe, aber wenn ihr wollt, dass ich noch weitere Sachen kommentiere, mein Salz dazu gebe, heutzutage würde ich eher sagen mein Salz, weil, ne, Internet,
dann schreibt ein nices Kommentar und ich werde es vielleicht ignorieren oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Tschüss.